Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 3, so. Ja, ich weiß gar nicht, wie vierte Ding wir jetzt gemacht haben, aber ich muss mal kurz reingucken. Zwei Missionen. Müsste das Wir sind bei zweite der dritten. gewesen sein. Ja, Genau, wir jetzt sind jetzt schon. bei der dritten Mission Undercover. Und ja, mal sehen, was uns wieder erwarten wird. Stürmisch mäßig. Und wir haben jetzt jeder von uns noch sehr geile Waffenskins. Ja. Kannst du mich mal bitte nicht vordrängeln? Doch, ich bin Frau. Frechheit. Ich bin Frau, ich darf Oder? das. Nee. Doch. Warum wurden mir auf einmal gerade eine Übersicht angezeigt? Hä? Weil wegen oh, Cutscene. Ist so. Mission reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Ja, Mission hat 2017 Zivilisten in Singapur, das war für verloren. Ferrari nicht ein großartiges Rennen, also Offiziere so vom gar nicht. dortigen Verbrechersyndikat Ja, ruiniert. jetzt wisst ihr den Grund. 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Coalescence-Anlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und ihren Verbündeten. Ich will Riesenrad fahren. Ich auch. Das wäre doch auch mal ein geiles Call of Duty. Open World. Nein, wär's nicht. Warum? Weil keiner der Studios weiß, wie man Open-World-Spiele programmiert. Moment, und das Protokoll heißt Whiskey. Oh Mann. Wahnsinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Ich stehe ja eher so auf Du könntest dir Snickers. doch einen neuen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Vor allem, er schmeißt es in den Schatten und es Denn dann würde ich verschwindet keinen echten komplett. Genuss mehr kennen. Plop. Keine Ahnung, was? Nice. Fette Schrot. I believe I can. Scheiße, das dann wird. Auf ans Ja, Werk! top. Geronimo! Oh, war doch nicht so tief. In diesem gesetzlosen Sumpf Oh. können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Och nee. Kam jetzt hier Wenn ein ihr mit voller Kriegsherr? Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem Ich weiß waschechten es nicht. Orkan zu tun. Hier, Verdammt. nimm. Oh, Nicht, dass oh. du noch weggeweht wirst. Ach Quatsch, ein bisschen Luft da. Ich werde schon nicht Zerstören die weggeweht. Kommunikationssysteme der Dich, 54 Immortals. ich hab ein Kilo zugenommen. Verstanden, Ihr müsst leider Seit unterwegs sein und einen 2012. Zwischenstopp machen. Jungs, Immortals hattet sind ihr schon auch in der gerade noch die Endstation. Schrot Sie wollen eine aktiv? Ladung an den Docks Ja. Ich habe jetzt die Waffe, die Wieso mir gerade greifen die gegeben Immortals wurde. ein Elendsviertel an? Das ist ein Raketenwerfer. Das muss sein, dass sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen Nee, das ist an sich kein Raketenwerfer, aber. Doch, da unten stand bei mir Mikro-Raketenwerfer. Verstanden. Ich sehe nichts. Auf dem Weg. Auf. Auf. Aktivität voraus. Bleib unten. Cutscene. Cutscene. All diese leuchtende Waffe in der Cutscene. Das sieht so falsch aus. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Fällt überhaupt nicht auf. Sie verkaufen also Menschen für deswegen. jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Und jetzt ehrlich, Was der Schlag von dem sieht so aus, als ob er mit der Faust in Mit ihn dem Halsband kann geschmolzen Er könnte mal die Fresse ein, wenn Cutscenes sind, ey. Niklas möchte die äußerst komplexe Geschichte verstehen. Du verstehst sie ja selbst nicht mal. Ja, jetzt ist sie ja noch nicht kompliziert, Das ist aber. nicht unsere Mission. Hier können wir nichts tun. Töten wir den Mistkerl doch. Ist schon hart, ne? Wir müssen in Deckung gehen. Los! Granaten nützen da nichts. Achtung! Alles klar. Der Kampfwagen kommt. Okay, wer ist Nein, der Erste, das ist der jetzt einen Schwanzvergleich bringt? Boom! Ausschalten, schnell! Ah, jetzt habe ich meine eigene Waffe wieder.
Cool. Wow. Da. Ich brenne! Alter, Medic! Ja, ich bin hier gerade. Warte, ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Medic! Notfallreserve aktiviert. Wiederbeleben, Notfallreserve aktiviert. Okay, geht schon. Notfall- hier, hier, Power. Hier. Ich liege hier. Medic! Meine Fresse. Wartet. Bams. Weißt du, anstatt irgendwas. Wo robbst du hin, Niklas? Lass mich doch robben, Alter. Nummer 1. Nummer 2. Robben wie ein Bayer-Trikot. Wow. Na. Also treffen musst du Oma. Ja, so. Bams. Mit der Tarnung sieht das irgendwie falsch aus. Ja. Alles Alter. Sicher. Der mir erstmal eine mitgeben, oder was? Sende den Bolzentreiber ein. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen. Also in manchen Situationen habe ich auch einen Bolzen in der Hose. Und halt dich gut fest. Diese Stille. Dieser Witz war so schlecht, selbst ich kann nicht darüber lachen. Sagt die Person, die wirklich über alles lacht. Ja. Hingehen! Benutzt den Bolzentreiber! Hilfe! Alter. Au! Mich hat ein Stück Haus... Du hast ein Stück Haus an den Kopf gekriegt? Ja. So. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiviert. Nein! Ach, komm schon! Hey, da war mein Boot! Was macht mein Boot hier? Der Sturm wird nur noch stärker. Dein Boot? Ja. Oh, verdammt. Kane, wir gehen rein. Hendrix. Zurück in die Kampfzone. Schneider! Alter. Medic! Wo zur... Ja, willst du mich verarschen, Alter? Ihr seid jetzt bitte nicht gerade rechts lang gegangen, oder? Ich komme hier nicht raus, Junge, Alter! Ich bin nur rechts lang gegangen, ich hab's vergessen. So. Ich bin hier gefangen, ich bin hier... Ich kann hier nichts mehr machen. Wo bist denn du? Bin hier festgebackt! Der Witz ist hier kommt. Da ist er doch! Ich bin in diesem Vorsprung ja zwischen dem stürmischen Gegend und dem Gebäude! Dann musst du jetzt kurz abwarten. Ja, okay. Hey, wir sind im Wellenbad. Versuchst du mit Granaten selber. Welle! Ich kann nichts machen hier. Echt schon mies. Scharfschützen auf 3 Uhr hoch. Wenn du was wo? Hast, Scharfschützen, das ist mein Job. Die Wellen kommen. Verstanden, hey. Da, jetzt hab ich mich selber gekillt. Medic! Alter, wie können die mich überhaupt hinter dieser Wand treffen? Wow. Medic? Kurz abwarten. Ja, ich muss abwarten. Sonst krepiert mit dem nächsten Schuss. Wissen du überhaupt? Ah, da! Da. Du wirst wiederbelebt. Und uns Wasser getoucht. Wo auf ist mein... Dach. Alter, wo ist meine Waffe hin? Der hat gerade erstmal fett die Waffe gewechselt. Endlich! Er wurde zu uns hin teleportiert, wa? Ja! Yeah. Zum Glück! Ich wollte gerade sagen, ich hänge. Du bist raus aus dem Wasser! Medic! 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 Ah, da. Weißt du, da habe ich mein Leben riskiert, um dein zu retten, ey! Und dann hilft er dir nicht mal. Ich weiß nicht mal. Weißt du, ich freue mich jetzt schon, wenn ich hier so eine Compilation daraus zusammenscheiße. Medic, Medic! So einen krassen Kampf hier aus rausschneiden und dann so währenddessen bei Niklas. Ich komme nicht weiter.
Ich finde meine eigene Genialität genial. Ach, das ist eine Spezialwaffe wieder. Ja. Na, jetzt erst. Was denn? Medic! Wow. Medic! Medic! Jungs, taktisch vorgehen. Der Sturm wird schlimmer. Kann man das essen? Das Gebiet ist bald nicht mehr passierbar. Wo lang müssen wir? Zum Na, Hingehen. Da. Zur Not folgen Sie dem Typen, der aussieht, als hätte er Ahnung von dem Scheiß. Die Sicht verschlechtert sich. Also, Hendrix. Aktiviere den Taktikmodus, damit Sie uns nicht überraschen können. Naja, Taktikmodus. Jawoll! Jetzt mal eine Runde kaufen. So. Alles okay. Alles Roger in Kambotto. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Mhm. So. Alle mal. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kate. Was wohl jetzt ich passiert, wenn wir jetzt einfach auf Land bleiben? Bereit? Keine Ahnung. Dominik, dein Ernst? Mist, es geht nicht weiter. Wir müssen noch... Ran auf den Meter. Schön, wie die Gegner 2 Sekunden zu spät in die Cutscene reinploppen. Whee! Slow Mode! Es ist Godzilla! Nee, es ist nur ein Schiff. Schade. Godzilla wäre cooler. War das gerade mein Haus, was da vorbeigeflogen kam? Alter, das musst du dir mal vorstellen. Hey, da fliegt die Kuh. Was ist das? Oh, ein babyblauer Prius. Ich glaube, hier steigen wir aus. Ja, würde ich auch machen, denn ich fahre ja lieber U-Bahn. Ich wollte gerade sagen, andere fliegen, andere fahren mit U-Bahn, Auto, Bus. Was machen wir? Wir reisen stilvoll, wir fliegen mit Schiffen. Ja. Ja, stilvoll vor allen Dingen. Okay. Ja, okay, also stilvoll ist ja eigentlich eher mit, man reist mit dem Blauball im Smoking. Ja. Alter, Hendrix, Alter! Willst du mich verarschen, ey? Nein, der will dich Hendrixen. Nein, er stand ja... Wow. Er stand erstmal fett im Weg, ey. Nee, wollen nicht. Ist ruhig. Noch. Sie greifen an! Schicke Glühwürmchen! Genau, schicke Glühwürmchen. Die letzten Glühwürmchen. Ich hänge mich fest. Boom! Gehe ins Erdgeschoss. Feinde oben und unten. Obergeschoss. Okay. Oh, das war etwas falsch. What the fuck?
Oh, wir haben das mal geschafft, ohne zu sterben. Nice. Da ist ja nicht vorbei. Ich möchte erneut bemerken, dass das Kotzen die wohl effektivste Methode ist, Gegner zu plätten. Also hier die Kotzfähigkeit da unten. Nutze ich mittlerweile auch öfters. Wir beenden unsere Patrouille. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Bezweifle ich. Was zum Teufel? Wer schießt da? Deine Mutter! Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fußsoldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Okay, machen wir. Also wenn sie es dann erst bemerken, dann sind sie schlecht. Nach dir. Abgeriegelt. Surprise, Motherfucker. Wir hätten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Yeah. Klingt nach einem Deal. Klingt nach einem Plan. Was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Das schauen wir. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Also ich benutze ja immer nur noch hier die Kotzfähigkeit und Kernfeuer. Ja. Ich räume mal eine Runde von hinten hoch. Mach das. Um die Inka könnt ihr euch da noch kümmern. Falsche aus, falsche Zeit. Boom. Von der Seite. Oh. Da liegt etwas. Sieht das nachts schon nichts mehr? Nee, weil ich ja meine Notfallreserve habe. Achso. Also, ja, ich muss dich aber trotzdem wieder beleben. Warum auch immer. Nee, hättest du nicht müssen, tatsächlich. Aber ist ja egal. Zack. Kopf ab. Das Relais ausschalten. Ich kann diesen Tisch nicht bewegen. Nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Das sieht gerade zu geil aus. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer Hub. Auf dem Weg. Das ist völlig Neues in einer Katzi. Koop macht alles besser. Moment alles einstürzen. Selbst schlechte Cutscenes. Oh ja. Achtung, Hendrix! Das Gebäude bricht zusammen! What the oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann mich jetzt bewegen und... Der Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? What the hell? Ah, hier. Ah, da unten. Hilfe? Hallo? Ich werd grad weggetrieben. Ich auch. Ich kann mich nicht bewegen. Was zum Geier? Jetzt kann ich mich wieder... Was? Warnung, Sie verlassen... Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder?
Hey, wieso muss ich jetzt auf einmal darüber? Ich verstehe. Ja, geradeaus. Biegen Sie rechts ab. Warte mal. So. Ich bin angekommen. Hier bricht alles zusammen. Ja, da geradeaus. Ich habe nicht, dass hier noch wer lebt. Ich habe keine Ahnung. Los, Hendrix. Weg dich. Weg deinen fetten Arsch. Beweg deinen Arsch. Niklas ist da. War einer der guten Songs von Narko Berlin. Und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Kann ich von hier aus eigentlich... Ach, scheiße. Wollte gerade sagen, kann ich von hier aus eigentlich schon ballern? Wir greifen sie an, bevor der Sturm kommt. Bestimmt. Dann mache ich den Sniper-Schützen von hier oben. Boah. Ah, scheiße, hier, nee. Hallo. Uhu. Versuche Gegner durch Wände zu treffen. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Ja. Das, wenn du auf einmal getroffen wirst und nicht weißt von wo. Sag mal. Ich rücke vor. Oh, na klasse, der Kriegsherr wieder. Wow. Ah, hey, Medic! Medic! Mach, ihr seid auch schlau, direkt beim Kriegsherr hinzurennen. Ja, sind wir. Oh. Ist jetzt nur noch der Kriegsherr, der hier lebt, wa? Oder ist er auch schon tot? Wow, keine Ahnung. Ich kann mich kaum noch bewegen. Ja, da hat der Kriegsherr nur noch. Hinter dem Transporter. Da, jetzt ist er weg. Erstmal so. Ja! Kommst du jetzt mal raus, du alle Drecksau? Ich bin gestorben. Muss ich dem erst wieder eine Ladung Blei verpassen? Junge, frisst ja was. Ein typischer Kriegsherr. So. Na komm, verrecke. Jetzt sag mal, wo will der Pisser lang? Weiß ich nicht, auf jeden Fall unterstütze ich dich. Gut. So, tot. Und zu hier hinten sollte noch gerade jemand rumgammeln oder so? Ach, keine Ahnung. Alter, jetzt hat er schon wieder die falsche Waffe, die ich will. Und Bundi nur nachladen wollte. Ich brenne. Oh mein Gott. Ah! Ja. Nice. Warum rennt ihr beide ins Feuer? Damit ich mich mit meiner Waffe tarnen kann. Wow. 3 Stunden später. Hendrix, beweg deinen Arsch. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht. What do you say? Die Türen wurden nicht von außen gesprengt. Ja, du, das hätte auch mein toter Opa erkannt. Wow, es ist nichts mehr weg. Keine Gegner, das heißt Bosskampf. Da vorne ist was. Bereit machen. Nee, kein Bosskampf. Schade. Aber Zwischensequenz. Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Interessant, was sie unter klopfen versteht. Ja. Mhm. Interessant, wie es immer noch aussieht in der Katze mit dem Feuer. Mein ja. Gott. Dein Gott. Haben die den allen die Nase abgeschossen? Ja, sie waren ein Fanclub von Michael Jackson. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade.
Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz nice. Der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Glaubst du, sie sind für die Morde verantwortlich? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Sagt niemals nie. Ja, stimmt. Wenn wir nicht alles täuschen, sind wir mit der Mission jetzt durch, ne? Na, warten wir erstmal ab. Dies ist korrekt. Eigentlich müssten wir jetzt durch sein. Wir können jetzt von mir aus auch abwarten, aber ich glaube, das ist jetzt das Zeichen, dass wir jetzt durch sind. Jawohl, wir sind durch. Und deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter mit der Call of Duty Black Ops 3 Kampagne. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.